Tom Wiesecki vom PHP Magazin auf den JavaScript Days in Berlin. Bin Basti Springer hier. Basti, hi. Hallo. Du hattest 4 Workshops schon auf den JavaScript Days, unter anderem natürlich zu deinem Lieblingsthema Node.js, als frisch gebackener Buchautor. Erzähl mal, was genau kann man mit Node.js alles machen? Was ist so spannend, dass du sagst, okay, ich widme dem Thema ein ganzes Buch und ich habe eine Menge Zuhörer in den Workshops? Also eine gute Frage. Du kannst im Prinzip alles machen. Es ist jetzt nicht die Silver Bullet, mit der du alles erschießen kannst, sondern es ist eher eine Alternative zu den bestehenden Plattformen, Sprachen und es ist ein Blick wert. Was ich persönlich spannend finde, dieses JavaScript läuft mir jetzt schon seit längerer Zeit hinterher und ich komme einfach nicht davon los. Und ja, auf Serverseite ist es spannend, mal was anderes und ich kann kein Layout und auf Serverseite muss ich kein Layout, also ist das genau für mich gemacht. Okay, wie kommt es dann, dass du auch einen Workshop hast zum Thema HTML5 APIs? Ich meine, das ist ja dann doch eher in Richtung Frontend, du musst natürlich dann auch nicht layouten, dafür hast du bestimmt deine Lakaien, aber... Genau, du sagst es. Das sind eher die technischen Hintergründe, also wie spreche ich die APIs an, was kann ich damit machen, was habe ich für technische Möglichkeiten, ja. Wo liegt denn der Vorteil, wenn du im Backend mit einem Node arbeitest, mit einem Node-Server und im Frontend? Du hast natürlich überall dieselbe Sprache, du musst dich also nicht umstellen, musst nicht auf dem Backend irgendwas mit PHP machen und im Frontend dann mit HTML und JavaScript arbeiten. Gibt es sonst noch Vorteile? Also ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, mit Java-Entwicklern, also ganz andere Welt, mit ein paar PHP-Entwicklern und es ist so, dass ganz viele diesen eventgetriebenen Ansatz verfolgen und der fühlt sich halt bei Node.js sehr echt an, weil die haben ihren Event-Loop und das ist halt alles asynchron, alles mit Callbacks und es fühlt sich an, als ob du näher am Web dran bist. Okay. Der letzte Workshop, den du gemacht hast, das war Test-Driven Development in JavaScript. Das ist also eine sehr große Bandbreite. Was sagt dir das überhaupt auch über diese Veranstaltung aus, wenn du so eine unglaubliche Spielwiese hast, dass du von Test-Driven über Node, über HTML5 APIs, es gibt da noch ganz andere furchtbar viele spannende Sessions hier über Architekturen, über Hoodie. Was sagt dir das über diese Konferenz oder über diese Veranstaltung? Dass du dich im Web mit allem auseinandersetzen musst. Also du kannst nicht sagen, ich fokussiere mich nur auf das eine, sondern du musst über den Tellerrand schauen und dich mit allem beschäftigen, dir alles mal anschauen und das machen die Teilnehmer hier und das Feedback ist eigentlich durchweg positiv. Also es wird angenommen, ja. Gut. Ich hoffe, dass wir uns demnächst bald mal wiedersehen, spätestens auf der IPC nehme ich an. Nächstes Jahr, was glaubst du, 2014 wird es ja auch wie JavaScript Days geben. Was meinst du, wenn immer noch dieselben Themen aktuell sein oder wird Angular wirklich alles erstmal in den Schatten gestellt haben? Es wird es nicht in den Schatten stellen. Es gibt immer Alternativen und es ist immer wert, diese Alternativen anzuschauen. Es wird wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr professionalisiert, das Ganze. Also mehr Architektur, mehr Testing, mehr erwachsen werden in JavaScript. Mehr erwachsen werden. Das ist ein schönes Motto. Basti, ich bedanke mich und wir sehen uns bald wieder. So ist es. Tschüss.